So, schnell weg. Ja. Schnell zum Krankenwagen. Lalalala. Hallo, du unfreundliche Ärztin. Oh, mein Zeitlimit ist weg. Puh. Jetzt fühle ich mich ein bisschen erleichtert. Anruf von Inspektor Teng. Ihn da in der Hand. Ach, ein Schirm. Kann die Tümer... Okay. Oh, wow. Oh, Alter. Wie der rausgestürmt ist. Sorry. So, abgeben. Wir sehen wieder aus wie Way. Wieder normal und gepflegt. Herrlich. Ja, komm, das brauchen wir nicht. So, Kopferfahrung für uns. Zack, 3 Sterne sogar. Oder 3 Medaillen, whatever. Und fertig. Dann können wir jetzt auch direkt mal die andere Mission machen, die ich machen wollte. Oder machen wir die zu Ende jetzt erstmal? Komm, wir machen die erstmal zu Ende. Ach nee, stopp. Ah, ich muss doch Tang anrufen. Im Auto geht das doch nicht. Tang. Tang, it's Way. Stay on that wiretap. I expect Sang to be doing an emergency kidney transplant at any minute. He already got the call. But Way, they picked up the donor too. It's Calvin. Your friend, Calvin. Shit. I have to warn him. They're saying he's in Central. They're already after him. But Way, you can't let him see you. The only way you'd know he's in trouble is if you're a cop. Okay, das ist schlecht. Und vor allem habe ich nicht viel Zeit. Und mein Auto ist auch nicht das geilste. Egal, wir knattern da jetzt hin. Retten wir Calvin und seine Niere. Und hoffen wir einfach mal, dass wir pünktlich kommen. Ach Gottchen. Ah, fuck. Ah, da war so ein schneller Flitzer gerade, aber ich habe keine Zeit dafür jetzt. Wir haben Wichtigeres zu tun. Aua. Fuck. Hätte den Bus dahingestellt. Oder Straßenbahn. Was auch immer das jetzt gerade war. Das war einfach zu schnell. Die ist mir in den Weg gesprungen, die Straßenbahn. Ich kann da nichts für. Ach, da ist eine Statue eingeblendet. So ein Schrein eingeblendet. Ich muss darüber. Scheiß auf die Ampel. Ich habe keine Zeit. Ach, wir sind da. Sehr gut. Da vorne ist er irgendwo. Oh, fuck. Oh, fuck. Nee, Kollege, vergiss es. Dich kriege ich. Du kannst nicht einfach meinen dicken Kollegen hier entführen, der immer alle Läden in Schutt und Asche schießt. Der ist cool. Komm zurück. Sorry. Ging nicht anders. Fuck. 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 Ah. Komm näher, komm näher, komm näher, komm näher. Yes! Festhalten. Wow. Lassen Sie Calvin nicht aus dem Kofferraum, habe ich auch nicht vor. Wir fahren jetzt erstmal zum Versteck. Und dann reden wir genüsslich weiter. Nur kein Stress. Der läuft dann eh wieder amok, wie ich ihn kenne. Alter, dieses Auto. Rechts da. Stipp. Schon wieder rechts. Und irgendwo muss ich rein. Da vorne. In die Tiefgarage. Jetzt kann ich die. Ah ne, erstmal Tang anrufen. Okay, I got him. Pull in Dr. Sang. You sure? Tragic story of modern medicine, Inspector. Not every patient makes it. Way. I'm leaving this guy in the parking structure off Quark Street in Central. Make sure you send someone to let Calvin out of that trunk. Aber da ist, der hat das gesehen. He's done more than 20 transplants for 18K in the past 2 years alone. The guy gives urban myths a bad name. He'll get 10 to 20 in maximum security. When you consider that all his victims were triads, I wonder how long he'll actually serve. 18K won't be happy. But I'll personally sleep a lot better knowing he's not out there. Doesn't bring back your friend. But I think it's fair to call it justice. Gut. Wir haben wirklich den Killer geschnappt. Ach, fuck. War fast richtig. Haben damit das abgeschlossen. Den Typen können wir natürlich jetzt nicht rauslassen. Und kriegen wir einen Stufenanstieg. Jawoll. Das ist uns. Und zwar, wo waren wir denn? Ach, hier oben schon alles fertig, oder was? Trollerloll.
Ist mir auch neu. Ja, dann können wir unten weitermachen. Und zwar kommen wir jetzt nämlich dahin. Berechnen Sie mit einem Slim Jim Autos auf. Oh, das ist geil. Ohne irgendwie Alarm zu machen. Das ist cool, das mache ich mit. Den niete ich um. Bleib liegen. Sei ruhig. Halt die Klappe. Der hat gesehen, dass wir ihn hingefahren haben. Und da läuft eine Kamera lang, die wir auch noch hacken können. Dass wir das machen können, ist ja unglaublich. Erledigt. Verbleibende Suche. Achso, wir müssen jetzt mal wieder hier suchen. Die 2 ist richtig, der Rest ist Mumpitz. Die 2 stimmt, 5 und 6 ist die falsche Position, 4 ist in Gänze falsch. Ja, passt. 5, 7, fertig. Schläger in der Nähe besiegen. Hier sind ja nicht mehr Schläger. Ist ja noch lustiger. Komisch. Dann nicht. Ich möchte jetzt... komm, wir bringen die Statue zurück. Und dann machen wir den nächsten Auftrag. Gibt es ein Auto für mich, ein schönes? Kann man den Bus klauen? Kann man den Bus klauen? Nee, mit Bus fahren ist scheiße. Da kommen wir nie an. So, zurück. Alter, ist ja schnell. Krass, der gibt dem ordentlich Gummi. Gefällt mir. Mit diesem neuen Kung-Fu-Tritt lernen, das fahren wir da erstmal hin. 1600 Meter, das passt doch. Schön durch den Gegenverkehr heizen, meine Freunde. Warum auch nicht? Vielleicht schaffen wir es dann mal ein bisschen länger als 14 Sekunden, keinen Unfall zu bauen. Das wäre es natürlich, wenn wir im Gegenverkehr... Oh, da ist ein... Seht ihr den? Seht ihr den? Seht ihr den? Seht ihr den? Ah, herrlich. Wow, Slalom. Ich schaff das. Ich will Wex Zeit da unten schlagen. Noch sieht's gut aus. 15 Sekunden haben wir noch. 15, 15. Komm, wir fahren jetzt hier weiter zum Unfall bauen. Könnt mich mal. Ich will das Ergebnis da unten haben. Fuck. Nein! Er hat's abgebrochen wegen einer Bodenwelle. Lutsch mir doch die Flinte. Danke für den Anstoß. Wie kacke ist das denn jetzt? Mann. 2 Sekunden hätten gefehlt. 2, weißt du? Autos gucken. Der grüne war geil. Huch. Sorry. Die grüne ist cool, die will ich haben. Tschö. Habt ihr gesehen, wie schnell ich den geknackt habe? Geiles Upgrade. Und ein sehr langsames Auto. Das sieht cool aus, ist aber voll langsam. Wie fahre ich denn gerade? Auch total ranzig. Ich hab das Gefühl, da war eine Statue. So ein Gesundheitsding. Ich hab das Gefühl, die Musik wird immer schlechter. Die war vorhin besser. Eindeutig. Naja, so cool war der Wagen doch nicht. Ich hab mir es mehr erhofft. Das Geile wäre auch so ein Fahrrad wie in GTA San Andreas. Wo man dann mit dem Bike hier so durch die Stadt fahren könnte. Das hätte Stil. Oh. Er driftet sich gut. Das muss ich ihm lassen. Aus da. Rein da. Fertig. I found one of your statues. Ooh, fast full. An important part of the collection. How are you doing? I'm fine. With the past, I mean. Your past. That's one of those questions you shouldn't ask. Is it? I guess those are the rules. But someone should ask it, even if you ask it of yourself. What are you, a Zen master now? Of course. Didn't you know? Natürlich, was auch sonst. So, Nahkampf-Upgrades. Wir gucken mal hier oben, ob wir schon alles haben. Das haben wir tatsächlich schon alles. Das heißt, wir können unten weitermachen. Was kriegen wir denn generell hier? Angriff nach einem Tackling. Halten Sie Space plus F. Und dann Angriff nach einem Tackling. Ach, umtackeln und dann Linksklick. Oh, Beinbrecher. Das lernen wir später noch. Geil. Ja, passt. Dann machen wir jetzt hier mal Angriff nach einem Tackling. Also tackeln und schlagen. Halten Sie. Das ist ja nice. Das ist wirklich geil. Ja, es ist dieses Umsprinten, Zuschlagen, weißt du?
Okay, fangen wir mal an. Oh, ist das gut. Patz. Alter, hörst du wohl auf mich zu hauen? So, was geschieht dir recht. Pam. Please stop by again if you find one of my statues. Mann, wir haben's drauf. Vor allem werde ich den Part in 5 Minuten beenden. Das heißt, wir können jetzt eh nicht mehr so viel machen. Ich hätte mich mal so eine Martial Arts Dings da hinten nochmal machen, so einen Straßenkampf. Einfach weil es cool ist und es Kohle bringt und wir das dann in der nächsten Folge, kannst du mit mir reden bitte, in was Schönes investieren können. Mal so ein geiles Auto oder so. Das steht ja auch noch auf dem Plan. Vielleicht auch noch ein paar Klamotten. Mit mehr Ansehen sollte es ja eigentlich keine Sache sein. So, hier holen sie jetzt erstmal hier die paar Gegner. Starten direkt durch. Zack. Zack. Und Tom ist noch gegen das Geländer. Oder drüber, auch nicht schlecht. Das war Runde 1. Ich will auch so coole Tattoos. Er mag mich nicht. Das war knapp. Vorsicht. Sehr schön. Jetzt mal um ihn hier kümmern. Drauf. Direkt nachsetzen. Direkt nachsetzen. Das ruhig aufstehen. Jetzt hau ich noch gegen das Geländer. Oder rüber. Das geht natürlich auch. Wie ich noch mit nicht wirklich einen Kratzer abbekommen habe. Oh, jetzt sind es ja 3. Jetzt muss ich ja Angst haben. Zack. Was willst du, hä? Hör auf, meine Schläge zu blocken, du Sack. Was soll das denn auch? Hast du es nicht anders verdient? Ich suche jetzt mal einen Roundhouse-Kick nochmal. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Aber er funktioniert noch. Das wollte ich wissen. Sehr schön. Also die Runde war mal echt flott vorbei. Oh, ein Dicker. Ein dicker, hässlicher. Oh oh, oh oh. Oh oh. Weg. Lass mich in Ruhe. Sehr schön. Direkt weiter drauf. Gibt's, kann man den auch in den Zaun hauen? Wahrscheinlich, ne? Sehr gut. Ich sage einfach immer drauf. Schön abgeblockt. Jetzt Opa schlagen. Komm. Ah, Roundhouse Kick verdödelt. Hoch mit dir. Und schön mit dem Hinterkopf auf den Asphalt. Er hat's nicht anders verdient. 5. Runde ist das, oder? Ich hab grad nicht aufgepasst. Müsste die 5. sein, glaube ich. Runde 5, yo. Passt. Wenn ihr solche Szenen mögt, ich sag immer wieder, guckt euch Ip Man an. Geschrieben wie IP Man. EP, neues Wort, und dann M-A-N. Mann halt. IP Man. Oder halt richtig ausgesprochen, Ip Man. Das ist auch so ein Typ, so ein Einzelgänger, der einfach mal unfassbare Kung-Fu-Moves drauf hat. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Kung-Fu-Filme, Schlag, Hau drauf, Martial-Arts-Filme. Kann ich jedem nur empfehlen. Ist, glaube ich, auch ein Dreiteiler. Und da sind Kampfszenen bei, das glaubt ihr gar nicht. Das ist so gut gemacht, ich will jetzt hier nicht zu viel verraten. Aber guckt mal, ob ihr den irgendwo auftreiben könnt. Ich meine, in der Zeit des Internets geht sowas ja meistens relativ gut. Daran sollte es ja nicht scheitern. Pam! Ip Man. Und jetzt muss erstmal der Letzte noch dran glauben. Hat er mich gerade angegriffen? Hat mich angegriffen, ist ja unglaublich. Was soll das denn hier gerade? Hallo, du bist ja erstmal ganz in Ruhe jetzt. Und du kommst jetzt auch dran. Wer denn noch? Der immer noch. Der hat auch nie genug, oder? So, jetzt hat er genug. Jawohl, mit der Hälfte des Körpers in den Container. So muss das sein. So, letzte Runde. 2 dicke, ein paar dämliche. Dann passt das doch. So, komm, immer drauf. Blocken, was es zu blocken gibt. Geh weg.
Geh weg. Jetzt hau dir doch ins Gesicht. So, Nummer 1. Nächster. Er will nicht. Jetzt Deckung weg. Ich sag, er will nicht. Oh, Vorsicht. Hast du mich gehauen? Dummer Sack. Zack. Jetzt einen anderen dicken Opa hier einer reinknallen. So. Noch irgendwo ein dicker? Ja, da hinten. Mal gucken, ob ich ihn auch noch irgendwie umgepelzt kriege. Wäre natürlich was sinnvoll. Und jetzt, wo wir gerade ein paar Punkte haben, geht das eigentlich auch recht gut. Sehr schön. Boah, was ein Move. Ihr habt keine Chance gegen mich, das wisst ihr hoffentlich. Immer so ein Roundhouse-Kick ist ja geil. Eins, zwei. Ah, fuck, ich komme nicht dazu. Eins, zwei, drei, vier. Nee, ist doch falsch. Schön. Und jetzt den letzten ausschalten. Verdammt. Komm her. Und fliegen. Seriously. That's the best you can do. Ach süß. Was können die eigentlich? Ansehensstufe 4444. Fuck. Scheiße. Dann halt nicht. So, das waren jetzt die nächsten Parts für euch. Ich mache jetzt eine Pause und gehe Borderlands aufnehmen. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.